with us. Giant spirit of tree have lots of energy inside. I don't know. He's right, Riot. Please help us. Thank you for giving me a chance. I'll try. Und sie stirbt. Das wird ja gleich geraucht. That 8 spirits, soon 7 spirits. We should ride Buxgaboo to the island of Oblivion right away. Time's running out. Island of Oblivion? All the mana energy in the world converges there. That's where we can enter the Holy Land. Using an ancient spell, we can control the energy to of the 8 stones to open the gate. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Okay. Ah, okay. We go. Das war das, wo wir das letzte Mal dort waren, auf dieser kleinen Insel davor, wo du jetzt gerade gesagt hast, dass da scheinbar nichts ist. Okay. Und ich glaube, dass wir da schon mal waren und da stand Island of Oblivion oder so. Ah, okay. So, gut. Dann haben wir Hartfinger. Das haben wir alle Geister. Oh ja, jetzt müssen wir nur noch ein Level absteigen. Ich glaube, wir lernen nichts von Harziger. Harziger. Ich weiß nicht, wahrscheinlich lernst du so sinnvolle Attacken wie diese Schlafblumen oder was auch immer. Nee, ich habe ja nur Angriffsattacken. Angriffsattacken. Ja, vielleicht der Chris irgendwas. Der lernt wahrscheinlich im nächsten Level erstmal noch Fire Saber, nehme ich mal an. Das fehlt ja noch. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Da war gerade ein Schutzroll. Egal. Ah, diesmal habe ich sie nicht gesehen, aber du gesehen. So, schau mal kurz mal. Ach, das dauert noch ein bisschen. Hey, Moment mal. Wieso brauchst du weniger als ich? Hä? Wieso? Ein Drago gut Camper. Camper? Ich wollte Camper sagen. Oh Gott. So, okay. Ja, speichern. Speichern ist immer gut. Und 11 Stunden schon 11 Stunden gespielt. Nicht schlecht. Wie lange geht das Spiel noch? Nee, oben her. Wieso oben? Oben her, weil ich es sage. Ist kürzer. Weil du es sagst. Ach so, das war der untere Weg. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich meinte eigentlich, dass es der Weg ist, aber egal. Wow, ein Schlag ist vergiftet. Also du. Ja, ich bin auch wahnsinnig toll in solchen Sachen. Nee, du bist vergiftet, nicht ich. Oh, okay. Haha. Dafür schläfst du jetzt eine Runde. Gute Nacht, Leute. Wir sehen uns dann morgen. Jetzt musst du die Folge beenden. Ja. Tschüss. Nee, also dass du so schnell bist, dass jetzt genau die Folge beendet wird, meine ich. Ach so. Ah, das glaube ich nicht, dass ich das hinkriege. Besonders, weil ich es in dem Moment schon wieder vergessen habe. Na komm, geh mal durch. Oder willst du die machen? Ach, die können wir noch mitnehmen. Viel fehlt uns ja nicht mehr fürs nächste Level. Ja, noch 1000. Ja, die gehen ja je 100. Und noch ein bisschen. Boom. 115, das ist einiges. Ja, ich mag meinen Drago. Ich mag auch meine Jessie. Na dann, Spiel! Jawoll! Kann ich so lange was trinken? Nee, ich nicht, ich muss spielen, Jan. Ich kann zwar nebenbei reden, aber trinken nicht. Na doch, ich trinke jetzt auch einen Schluck. Mit der Piranha-Flöte. Ich trinke jetzt auch erstmal was, Leute. Mit Buxgaboo. Der Name Buxgaboo. Ach, es wird sogar auf der Karte angezeigt, wo wir hin müssen. Ja, schön. The Island of Oblivion. Genau, das hier. Ah, tut das gut. So. We are here, finally. Now come on, let's open the gate to the Holy Land. Yes. Ist das Spiel danach schon vorbei? Ich weiß es nicht. I couldn't have done it without your help. Thank you for everything. The power of mana has been declining, but I think we've arrived just in time. Spirits, please help me. Okay, mit allen Geistern. Okay. In Bayern kannst du sprechen. Now this time I give you my strength. Let's do this!
Here we go! I'm with you, whatever it takes. Voll die Nazi-Fee. Okay, I summon the powers of darkness. I do what I can. Schöner Kontrast. Luna, warst du? We are the last. I don't know, but I'll try. Auch gut sein, dass die beiden noch zusammen aufgetaucht sind, ne? Oh Gott, was mit der Betonung Luna gegeben? Ja, und jetzt schau her, das ist das, was Luna sieht. Oh, almost. Hey, you almost got it. Try it again. Almost. Alter, wie oft wollt ihr das bitte noch almost sagen? But don't worry, so he's here, watching over you. Das ist, ich bin auch immer so einer, der die Leuten am liebsten beim Arbeiten zuschaut. Thank you, everyone. But the mana isn't strong enough. I'm going to try one more time. Goddess, give me your strength. Aha, Goddess, natürlich. Jetzt haben wir wieder Luna Vision. Alter, was ist das? Ist es eine Blase oder? Keine Ahnung. Was macht sie jetzt mit ihrem Finger? Die Katzen angeguckt. Nimmt sie jetzt den Finger irgendwie in den Mund? Wait, no, it wasn't me. I didn't do anything. The gate opened itself? This could mean the energy from the mana stones has been released. The power combined with mine. That's why the gate rose up in the sky. What? Ja, irgendwie hat sich das Tor von alleine geöffnet. Ja, scheinbar haben sich die Energie der Mana-Steine freigegeben. Und was ist das für ein Schiff jetzt? Und wollen wir das verraten? Da ist Darth Vader drin. Das Mana-Schiff ist das. Wie die Mana-Festung, jetzt ist das Mana-Flugschiff. Genau. Ja, wir sind nicht die Einzigen, die ins Mana-Land wollen. Wieso müssen die sich immer drehen, wenn sie landen wollen? Das ist eine berechtigte Frage. Jeder hält sich fest. Look out! Ja, natürlich versteckt sie sich sofort in deinem Kopf wieder. The voice, it's Corin. Ja, das hast du aus der Lache gehört. Then that ship must be the magic fortress Gigantus. Aber das Lustigste ist, das Schiff ist wahrscheinlich noch meilenweit über der Luft. Und hat sie das von kennt man doch in Anime auch immer. Irgendjemand redet ganz normal und ein anderer, der 100 Meter entfernt steht, hört ihn so, als würde er direkt neben ihm stehen. Ja, richtig. Du kannst Colin sprechen. Achso, wie spreche ich denn? Wer war denn das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Thanks to the spirits, we were finally able to release the energy from the mana stones. Now we can fly the Gigantus into the gate. Oh, by the way, here's a present from me. Noch eine Bombe. Achso, die Lache ist dann deine. Okay. Genau. Der spaltende Persönlichkeit, der gute Torres. Jedes Mal, wenn er lacht, wird er böse. Das Schwester warst du. My dear Beast King and Beast Man, the gate to the Holy Land is open. This is our chance to take the sword of mana, crush the savage humans once and for all. Don't you agree, my lord? Do as you see fit. That's what I like to hear. My dear Beastman, let us now disembark. A new era for the Beastman Kingdom is nigh at hand. Ja. Was zur Hölle? Schau mal den Death Chester links an. Das ist der Spaß. Ja, etwas.
Schön, dass sich die Vögel erstmal im Stand drehen müssen, bevor sie weiterfliegen können. Und die drehen sich auch, während sie landen. Wieso? Wieso? Okay, auf zur Landung. Nein, warte, mein Magen ist nicht so gut. Pichu, war das ich? Oder war das rede so? Einfach. Nee, warte, mach so, ich hab den Vampir gehabt. Jagan, what's wrong? The gate to the Holy Land is open ahead of schedule. I trust everything is ready. Irgendwie zeigt es wahrscheinlich so jeden, der meint, oh, das Tor zum Holy Land ist open, wir müssen rein. Okay, das Tor ist offen. Ja, das Lustigste ist, die sind ja wahrscheinlich überall auf der Welt verteilt, aber trotzdem brauchen sie nur einen Katzensprung, bis sie da hinten sind. Außerdem merken das ja auch alle. Die sind in einem Schloss und merken, ah, das Mana-Land ist aufgegangen. What do you mean? Of course we're ready. How's the Dark Prince doing? Not well, I'm afraid. He passed away in his attempt to open the gate himself. I see. Then everything is according to plan. I've prepared an airship to enter the gate. If we don't succeed, then we'll never be able to revive the Dark Prince or the Underworld. »99 Luftballons mit von ihrem Weg Ballon gerade zum Horizont.« Von was ist das angetrieben? Ich sehe da hinten nichts, irgendwie was, womit es nach vorne fliegen könnte. Die Gewichtsverlagerung nennt sich das. Leute, wieder nach vorne laufen! Okay, langsam nach hinten und wieder nach vorne laufen! Jetzt nach links, damit wir... Was machen die dann, wenn sie landen, um zu drehen? Im Kreis laufen! Stell dir vor, ein Flugzeug würde bei der Landung sich im Kreise drehen, wenn es landen möchte. Ugh. Da wird es mir verdammt schlecht werden, denke ich. Is everyone okay? Nö, wir haben nur zwei Bomben abbekommen, uns geht's gut. No, we follow, can't let him get the sword. But the gate is all way up in the sky, we can't fly there, can we? I've heard of a creature that lives at the peak of the highest mountain, the father of the winged ones. Legend has it the goddess herself rode this creature's back. Highest? Roland's a very high place. Mother told me. We go to Roland. Okay. Auf nach Roland. Da war auch ein Strand. Moment. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Egal. Ich will schauen, ob das auch geht. Wahrscheinlich geht's nicht mal. Nö. Geht nicht. Aber gut zu testen. Dann auf nach Rolanta, wo auch immer das liegt. Wird wahrscheinlich eher auf der Karte gleich angezeigt. Rolanta war das nicht das mit den Blumen? Stimmt, das war ja auch auf dem Berg. Also dein Buxkabu. Der Name hat's dir angetan, ne? Mhm. Ja, es wird nicht auf der Karte angezeigt, das ist gut. Ich würde sagen, wir probieren einfach ein paar Städte aus. Die schon mal nicht. Da ist aber ein Berg. Dann würde ich sagen, die probierst du direkt mal aus. Die schon mal nicht. Da ist aber ein Berg. War da nicht dieses Palo oder Polo, Pato, Porto Stadt, irgendwas davor? Können wir uns mal kurz heilen gehen oder so. I don't know. Das war's auf jeden Fall nicht. Level 4. Schauen wir doch mal, was hier für eine Stadt ist. Das ist Ding. Maya. Maya, Cleft of Earth, Bizzell. Nö, das ist es nicht. Das hätte ich dir auch sagen können. Das hätte ich dir auch sagen können. Das habe ich jetzt gerade schon gesehen. Ich hab's dir ja gesagt, dass es nicht hier ist. Da ist da, wo der Kanoni-Typ war. Ja, siehst du, ich hab's ja gesagt, hier ist es nicht. So, Piranha-Flöte. Oh Mann, nur weil ich mich einmal verlesen habe. Gut. Oh. Hallo, ich bin der Einzige, der empfinkt. Ist halt voll unfreundlich. Ja. Okay, Buxkabu, Das hier rechts sieht doch ziemlich hoch aus. Nee, das war der Wald, wo wir gerade sind, links. Ich meine hier rechts oben. Das könnte eventuell sein, ja. Auf jeden Fall müsste irgendwo eine Hafenstadt direkt daneben sein. Guck mal, da ist irgendwas direkt in einem. Auf einem Berg. Wenn du irgendwo noch eine Hafenstadt findest oder irgendwas, wo wir anlegen können.
Okay, das ist anscheinend schon mal nicht, denn hier können wir nirgendwo anlegen. Jetzt warte, warte ab, warte ab, warte ab, warte ab, warte ab, warte ab. Ja? Mann, ich hätte gleich gesagt, dass da nichts ist, Jan. Du kannst jetzt weiter nach unten einfach surfen und gucken, ob hier noch was ist. Hier wäre was? Geh mal dahin. Das sieht auch nicht danach aus. Nö, nee, auch nicht. Gelandet. Das ist die Anfangsstadt, wo sie mit von den Beastmenschen übernommen worden ist. Ah. Tja. Stadt. Okay, dann. Waren wir auch schon lange nicht mehr. Ja. Aber ich mache jetzt erst hier erstmal den Schnitt, Leute. Warte, warte. Wir suchen das währenddessen dann. Nein, das nicht. Das werdet ihr schon noch sehen, weil... Aber mal ganz kurz Schnitt machen, damit die Datei nicht zu groß wird und ich auch eine rauchen kann. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, mit dieser Musik, dieser hier, genau, sage ich bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.